Liebe Homöopathiefreunde, liebe Abonnenten meines Kanals, heute wieder ein neues Video von mir zu einem weiteren homöopathischen Mittel, nämlich dem Mittel Phosphorus. Phosphorus ist ebenfalls ein wichtiges Mittel in meiner Praxis. Bei Phosphorus geht es ganz viel um die Augen, auch um die inneren Augen, um Augenerkrankungen, aber natürlich auf der spirituellen Ebene eine ganz wichtige Arznei. Gerade für Menschen, die unter Hellsichtigkeit leiden, ich sage jetzt bewusst leiden, weil manche Dinge dürfen einfach nicht sein. Phosphor hilft dabei, alles richtig zu kanalisieren, möchte ich mal sagen. Also eine ganz große, wichtige Arznei. Auch bei Besetzungen, zusammen mit Thuja und Lachesis. Ansonsten Phosphorus, ein wichtiges Mittel für Kinder, ein großes Kindermittel. Wir wissen ja alle, dass Kinder immer noch die Gabe haben, vieles zu sehen, was die Erwachsenen nicht sehen. Drum ist dieses Mittel geeignet für sogenannte Indigo-Kinder. Indigo-Kinder, da mache ich vielleicht nochmal einen extra Vortrag zu. Und für Menschen, die durch falsche Energiearbeit erkrankt sind. Also ein Thema, mit dem ich sehr viel zu tun hatte, sowohl selbst als auch in meinem Praxisleben. Insofern möchte ich euch diesen Vortrag auch ganz besonders ans Herz legen. Dieser Vortrag ist in meinem Shop zu erwerben. Das nachfolgende Video, also das, was nach dieser Ankündigung folgt, dabei handelt es sich ausschließlich um eine Hörprobe, nicht mehr. Dennoch würde ich mich freuen, wenn der eine oder andere mir einen Daumen hoch geben würde, meinen Kanal abonniert, gerne darf das weitergeleitet werden. Und dann freue ich mich schon auf das nächste Mal mit euch und dann mit einem weiteren homöopathischen Mittel, was ich euch dann vorstellen möchte. Ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit und bis bald, eure Angelika Lex.